Hallo, liebe Zuschauer, die Magdeburger Film- und Videoamateure begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe von 50 Plus. Und ich denke, dass wir auch heute wieder etwas Interessantes für Sie vorbereitet haben. Im zweiten Beitrag wird es dann gehen um den Kultur- und Heimatverein der Stadt Magdeburg. Und für den ersten Beitrag, der gleich kommt, schalte ich um zu unserem Filmfreund Jürgen Schallock, der Sie am Rande des Grand Canyon begrüßen wird. Hallo Jürgen, kannst du mich hören? Ja, hallo liebe Zuschauer auf dem offenen Kanal Magdeburg. Ich grüße die Einwohner der Stadt Magdeburg und ihre Gäste auf das Allerherzlichste. Ich melde mich hier aus dem Wilden Westen mitten in den USA. Hinter mir das fantastische Panorama des Grand Canyon. Ja, und ich habe eigentlich vor, Ihnen einen kleinen Film zu zeigen. Einen kleinen Film über die Reise, die wir hier gemacht haben. Begonnen hat alles in Los Angeles, weiter ging es nach Las Vegas. Aber lassen Sie sich einfach überraschen. Unsere diesjährige Urlaubsreise sollte uns mehrere tausend Meilen durch den wilden Westen der USA führen. Mit dabei war eine Truppe von 20 Country- und Western-Fans, unser Busfahrer Dave und Gabi, unsere Reiseleiterin. Unser erstes Ziel, L.A., die Stadt der Engel. 17 Millionen Menschen sollen hier wohnen. Dieses futuristische Gebäude ist die Walt Disney Music Hall. Gabi erläuterte uns alles, was man darüber wissen musste. Dieser Opernvorplatz soll das eigentliche Stadtzentrum von Los Angeles sein. Zumindest der Springbrunnen ist sehenswert. Aber eigentlich denkt man bei L.A. doch eher an Hollywood. Genau dort war auch unser nächster Stopp, der Hollywood Boulevard mit seinem berühmten Premierenkino. Ja, hier muss ich mal kurz unterbrechen für eine kleine Filmpause. Und in dieser Pause ist unser Filmfreund Jürgen Schallock schnell mal hierher geeilt. Herzlich willkommen im Studio, Jürgen. Hallo Wolfgang, hallo Zuschauer. Toll, sicher das Kino dort in Hollywood. Hast du eigentlich auch echte Stars dort gesehen? Ja und nein. Da steppt natürlich immer der Bär. Den Touristen wird dort richtig was geboten. Es gibt wohl niemanden, dem nichts vor die Linse kommt. Aber schau doch selbst, was ich aufgenommen habe. Ja, okay. Spider-Man und Co. waren gerade von der Leinwand herabgestiegen, um unseren Fotokameras etwas bieten zu können. Sidewalk hotter than a match, yeah.
But a night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city. Über 2000 solcher Sterne zieren den Walk of Fame. Hollywood steht natürlich auch für viele Filmstudios. Filmstudio bedeutet hier oft auch Vergnügungspark. Unser Weg führte uns in die Universal Studios. Als erstes entdeckten wir die Blues Brothers, die mit ihrem Bluesmobil gerade zu einem Live-Auftritt vorfuhren. Okay, manche stehen auf Blues Brothers und manche eben auf Homer Simpson. Aber auch andere Stars zum Anfassen und zum Fotografieren gibt es hier. Egal, ob aus Fleisch und Blut oder aus Pappmaché. Zwei etwas ausgeflippte, dafür aber unsere echten Stars. Eine Studiotour sollte man sich hier keinesfalls entgehen lassen. If you have an emergency of any kind, that includes sound or video problems, let us know by pulling the cord that runs right along the center of the tree. Schon gar nicht, wenn man mit dem Tourbus direkt durch die Wisteria Lane von Desperate Housewife gefahren wird. Gleich daneben liegt übrigens Bates Motel, wo Norman Bates täglich mehrmals seine Morde begeht. Die Filmkulisse von einem Flugzeugabsturz wirkte beängstigend echt. Gerade so, als wäre der Flieger erst gestern abgestürzt. Naja, L.A. und Hollywood ohne Filmstudios, da würde dem Filmamateur sicherlich was fehlen. Für unsere Zuschauer war sicher auch ganz interessant, einen Blick in die Wisteria Lane zu werfen, wo die Serie Desperate Housewife gedreht wurde oder auch noch wird, denn im Fernsehen soll ja gerade eine neue Staffel laufen. Ja, Jürgen, wie ging die Reise weiter? Ja, eine Rundreise hat natürlich immer sehr viel mit Fahren zu tun. Wir sind sehr viele Kilometer oder besser gesagt sehr viele Meilen gefahren. Ja, und dann kam eine Geisterstadt in Sicht. Dave fuhr uns mit dem Bus in die Wüste und wir nahmen Kurs auf eine sogenannte Geisterstadt. Ja,
So richtig alt und unbewohnt wirkte allerdings nichts. Hier hatte wohl eher der Geist des Kommerzes Einzug gehalten. Sehenswert war das aber allemal. Unser nächster Zwischenstopp, ein Parkplatz mitten im Nichts. Aber hier konnten wir die typisch amerikanischen Trucks bewundern. King of the roads, that of every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around, I sing. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a Gabi war gerade dabei, eine Champagnerflasche zu öffnen, denn unsere Manu hatte Geburtstag. Sie wurde heute 40. Happy Birthday, Happy Birthday, alles Gute für dich. Happy Birthday, Happy Birthday, wir trinken alle auf dich. Happy Birthday, Happy Birthday, alles Gute für dich. Ja, eine Geburtstagsfeier mitten in der Wüste, das hat man natürlich nicht alle Tage. Sag mal Jürgen, deine Mitreisenden oder Reisegefährten, hatten die nicht Probleme damit, dass du alles und jeden und dauernd gefilmt hast? Ja Wolfgang, also anfangs schon. Wir kannten uns ja nicht. Aber die Stimmung im Bus wurde von Tag zu Tag besser. Später wurde ich sogar extra dazugerufen, wenn irgendetwas Filmenswertes passierte. Ich glaube, am dritten Tag habe ich den Mitreisenden dann eine DVD von meinem Film versprochen und das wurde dankend und sogar mit Applaus aufgenommen. Ja, einige haben, glaube ich, sogar dann mit dem Film aufgehört und haben gesagt, wir verlassen uns voll und ganz auf den Jungen. Ja, da hast du ein Trostpflaster versprochen, aber das ist natürlich auch Verantwortung und Verpflichtung, die man da übernimmt. Das ist wohl richtig, eine Verpflichtung, die man dann auch unbedingt einhalten muss. Aber jetzt wird es noch mal spannend. Es geht nach Las Vegas. Aha. Allzu lange wurde hier aber nicht gefeiert, denn wir wollten weiter nach Las Vegas. Ja, was soll ich sagen? Las Vegas ist genau so, wie man es sich vorstellt. Gigantismus pur. Man kann es lieben oder hassen. Wenn man nur 2 bis 3 Tage bleibt, würde ich es schon als liebenswert bezeichnen. Vieles glaubt man zu kennen, entweder aus dem Fernsehen oder von Reisen in andere Teile der Welt. Da es am Tage auf den Straßen brütend heiß ist, hat man in den Hotels die wirkliche Welt aus Kunststoff nachgebaut. Vollklimatisiert und überdacht kann man hier durch bekannte Städte der Welt laufen, mit der Gondel fahren und dabei auch noch viel Geld ausgeben.
Alle Hotels in Vegas lassen sich für ihre Empfangshallen etwas Besonderes einfallen. Auch die Pools der Hotels sind hier etwas größer, als wir das von anderen Hotels gewohnt sind. Wer schon immer mal nach Paris wollte, nun, auch das ist in Las Vegas möglich. Irgendwann war es Zeit, sich in das Nachtleben zu stürzen. Casino an Casino und Spielautomat an Spielautomat. Hier verbringen die Amerikaner einen Großteil ihres knappen Urlaubs. Las Vegas Downtown. Hier sollte sich uns noch eine große Überraschung bieten. Der Himmel färbte sich ein, der Boden vibrierte. Gänsehautfeeling pur. Extra für uns Country- und Western-Fans ist sogar Johnny Cash noch einmal vom Himmel herabgestiegen. Am Rande des Konzertes konnte man die Entstehung eines kleinen Kunstwerkes mitverfolgen. Back by 15 minutes,
Germany's biggest hits. Ja, sag mal, was war denn das eben für eine Projektion mit der Musik von Queen und We Will Rock You? Wolfgang, das war keine Projektion, das war, so denke ich, einer der größten LCD-Bildschirme der Welt. Eine ganze Straße war mit einem riesigen Bildschirm überdacht. Als die Musik losging und wir nach oben schauten, konnten wir das kaum glauben. Man bekam wirklich Gänsehaut beim Zusehen. Aber auch die Live-Musik von der Johnny Cash Tribute Show hat uns sehr gut gefallen. Ganz andere Frage, wie war denn das mit dem Essen? Da hört man ja aus den USA nicht nur Gutes. Hattet ihr nur Frühstück oder Halbpension, Vollpension? Oder hat man euch dreimal täglich zu McDonald's gefahren? Nein, Wolfgang, also bei McDonald's waren wir, glaube ich, ein- oder zweimal, aber Essen war trotzdem nicht dabei. Wir sind meistens abends zumindest zusammen losgezogen und haben uns ein Restaurant gesucht. Auch in Amerika kann man sehr gut essen. Und mittags haben wir manchmal ganz spontan ein Picknick organisiert. Wir ließen Las Vegas hinter uns und fielen in den Zion Nationalpark ein. Hier gab es ein gemeinsames Picknick und die Vorräte wurden brüderlich geteilt. Den Truthahn durften wir allerdings nicht schlachten. Die Parkranger passten da genau auf. Am Abend war dann Busparty mit Musik aus und manche probten den Line Dance. Dave hatte das Bier dazu spendiert. Line Dance war ja ein Motto unserer Reise. Aber siehe da, 6 Nicht-Line-Dancer hatten sich mit in die Gruppe geschummelt. So hatten die Nicht-Tänzer aber genügend Zeit, das amerikanische Bier zu testen. Das Gerücht, dass die Hälfte unserer Mitreisenden ständig besoffen war, stimmte übrigens nicht. Im Gegenteil, die Hälfte der Truppe war sogar meistens nüchtern. Am nächsten Morgen galt es, die Hotelumgebung zu erkunden. Das erste, was uns hier auffiel, war ein Trabi. Sogar mit einem Magdeburger Nummernschild. Der Himmel weinte vor Freude. Die Tropfen wurden immer größer. Aber was soll's? Wir mussten ja weiter und deshalb auch den Bus wieder beladen. Ein echtes Mistwetter. Aber eine von uns konnte dem sogar noch etwas Lustiges abgewinnen. I'm Aber es ging weiter. Eine Entdeckungstour durch den Bryce Canyon sollte jetzt folgen. Das Wetter hielt sich tapfer. Irgendwie waren nun alle etwas frustriert. Scheiße! Trotzdem, die Aussicht entschädigte uns schon. Ein super Anblick. Ja, na gut, für das Wetter kann niemand etwas. Ich finde es auf alle Fälle gut, dass du bei jedem Wetter gefilmt hast. Sonst sieht man ja in den Urlaubsvideos immer nur strahlende Sonne. So ist es. Aber ich filme, wie du richtig bemerkt hast, eigentlich immer, auch wenn es auf den ersten Blick scheinbar gar nichts zu filmen gibt, wie die folgenden Bilder beweisen. Wir fuhren weiter bis zum nächsten Fotostop. Nachdem alle das Fahrzeug verlassen hatten, wurde fleißig drauf losgefilmt. Ja, hier musste es schon etwas Besonderes geben. Denn zig Fotografen, vorwiegend Asiaten, waren mit ihren Stativen schon vor uns da. Bis jetzt erschloss ich mir das Ganze noch nicht. Was sollte es hier geben, das so viele Fotografen anlockt? Aber da der Mensch ein Herdentier ist, filmte ich eben auch ein bisschen. Okay,
Der Charme einer Tagebaulandschaft hat ja auch seinen Reiz. Oder ging es um die Staumauer im Hintergrund? Hier wird der Colorado River angestaut. Vermutlich ist das des Rätsels Lösung. Dave brachte uns jetzt in ein Indianerdorf. Ein Dorf der Navajos. Der Häuptling berichtete Wissenswertes über die Lebensweise der Ureinwohner Amerikas, über das Leben früher und heute. Gabi übersetzte uns fremdsprachig Unkundigen, worum es ging. And the word Yat-Ehe means it is good. Now if you use the hand motion or the Indian sign language without words, you can greet any Native America or any Native American on this continent by using this sign. The point to the heart with the thumb and then move your hand away. You are never to strike your children with your hand. Was mag dieser kleine Indianerjunge jetzt von uns wohl denken? Aber irgendwann reichte es ihm. Ein indianisches Abendessen, garniert mit Musik, bekamen wir jetzt geboten. Ein Highlight des Abends war der Tanz mit den Ringen. Schauen wir etwas genauer zu. Zum Leben im Wilden Westen gehört natürlich auch ein Besuch im Saloon. Thank you.
Während der mehrstündigen Busfahrt dachten viele von uns noch an den Bryce Canyon zurück. Es hatte ja nicht bei jedem Fotostopp geregnet. Ein paar Schnappschüsse für das Fotoalbum wurden gemacht. Aber kein Foto kann diese beeindruckende Landschaft auch nur ansatzweise wiedergeben. Neben der schönen Landschaft gab es dann noch einen echten Live-Auftritt. Ja, hallo liebe Reisegruppe, wenn ihr euch an mich erinnert. Ich bin die Manu und ich möchte mich auf diesem Weg an diesem idyllischen Ort nochmal bei euch herzlich bedanken für dieses Wahnsinnsständchen auf diesem Parkplatz. Es ist total super mit euch. Klappe. Ja, tolle Moderation von der Manu eben. Jürgen, ich finde es gut, dass du auch die Mitreisenden mit eingebaut hast in deinen Film. Meistens ja beim Fotografieren, aber das schien ohnehin eure Hauptbeschäftigung zu sein. Ja, Wolfgang, sicher. Ohne Kamera, egal ob Foto oder Video, ist, glaube ich, niemand aus dem Bus gestiegen. Das war einfach so. Und ich schneide solche Szenen sehr gerne in mein Video ein. Das lockert den Film ein bisschen auf und vor allen Dingen ist jeder Mitreisende auch mal zu sehen. Problematisch sind da manchmal die Außenaufnahmen von einem fahrenden Bus. Da muss man entweder den Busfahrer bestechen oder auch ganz lieb bitten. Hier ein Beispiel dafür. Wir kamen unserem Ziel, Monument Valley, immer näher. Mit einem solchen Fahrzeug fuhr uns unser Scout in die bekannte Naturkulisse. Da hatten wir sie. Eine Kameraeinstellung, die seit jeher einen Westernfilm krönt. Dieses einst als völlig wertlos geltende Stück Land hat man den Navajo-Indianern seinerzeit gelassen. Heute ein echter Tourismusmagnet hier im Wilden Westen. Wer möchte, kann sich auf einem Indianerpferd fotografieren lassen. Auch wenn für das Pferd dabei ein paar Dollar fällig werden. Monument Valley war eigentlich das heimliche Ziel der Reise. Zumindest von einem Großteil unserer Mitreisenden. Du siehst, hier sind ab und zu auch mal Fahrzeuge von außen zu sehen. Eben sogar von sehr weit weg. Aber ganz im Vertrauen. Das war eben gar nicht unser Jeep. Das habe ich gar nicht gemerkt, denn für mich war das euer Jeep. So sollte die Wirkung auch sein. Kleine Tricks sind auch im Urlaubsvideo erlaubt. Weiter geht's. Aber das ist jetzt wirklich unser Bus. Jetzt ging's zurück zum Hotel. Also Westernmusik in den CD-Player, die Ohren spitzen und die Fahrt genießen.
Michael ist Deutscher, aber vor Jahren nach Page in das Navajo-Gebiet gezogen. Er legt Wert darauf, dass er nur umgezogen ist und nicht ausgewandert. Wir stehen hier gerade an der Schlucht zum Colorado River und haben live den Beweis vor uns, dass Wasser auch im Kreis fließen kann. Am nächsten Tag gab es einen Halt am Schmuck- und Souvenirstand der Navajo-Indianer. Bei den Navajos kümmern sich übrigens nur die Frauen um alle geschäftlichen Belange der Familie. Aber es ging weiter. Unsere Tour führte nun in Richtung Grand Canyon. Der Grand Canyon entstand, weil sich der gigantische Colorado River im Laufe von Jahrmillionen tief in das ehemals flache Felsplateau gefressen hat. Natürlich wurde wieder fleißig geknipst und gefilmt. Aber auch hier gilt, kein Foto und kein Film kann dieses Wunder der Natur auch nur annähernd wiedergeben. Um die Ausmaße des Canyons besser zu erfassen, haben wir ein Flugzeug gechartert und uns in die Lüfte erhoben. Gestartet sind wir bei schönem Wetter. Jetzt näherte sich aber eine Regenfront. Es ist schon komisch, wenn es nur wenige Meter neben dem Flieger regnet. Über Kopfhörer gab es Erklärungen in deutscher Sprache und zwischendurch sehr entspannende Musik. So konnte man den 45-Minuten-Flug richtig genießen. Ja, mit dem Flieger über den Grand Canyon, das ist natürlich sehr spektakulär. Boah, Jürgen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wolfgang, das kann man sehen, wie man will. Zum einen ist die Sicht von da oben wirklich spektakulär und zum anderen, wann kommt man da schon mal wieder hin? Außerdem ist das Fliegen in Amerika viel selbstverständlicher als bei uns. Da kann man sich einfach ein Flugzeug chartern und sonst wohin fliegen lassen. Ja, so gesehen war das also ganz normal. Für amerikanische Verhältnisse sicherlich. Für mich nicht so ganz. Wie gesagt, man fliegt ja auch nicht so oft. Aber unser Urlaubsmotto war ja Line Dance und Country Musik. Schauen wir mal in so einen Saloon, wo ein Line Dance Workshop angeboten wird. Für die Country-Freunde gab es am nächsten Tag einen Line Dance Workshop. Wir Nicht-Tänzer hatten dadurch erneut die Gelegenheit, das amerikanische Bier zu verkosten. Unsere Gruppe wurde sogar live im Saloon begrüßt. Welcome all our people here from Germany up to Handlebar Jace. Thank you so much to our line dancers. Welcome and come back and see us. No smoking. Hier dachten wohl einige, dass beim Restaurantbesuch
kein Smoking erforderlich ist. Zwischendurch habe ich Dave zum Tanz aufgefordert. Welch böse Falle. Geschafft von dem Workshop haben wir uns heimlich in den Hotelpool geschlichen. Äußerlich erfrischte das Wasser im Pool. Für die innere Erfrischung sorgte das Bier aus Daves Kühlbox. Am nächsten Nachmittag ging es zur Graham Central Station. Kein Bahnhof, sondern eine Art Nachtclub mit Line Dance Workshop. Nebenan war eine Karaoke-Bar, wo wir Nicht-Tänzer wieder amerikanische Getränkekunde studierten. War noch nicht zu Ende. Wir wechselten nur die Location. Rustlers Sun war das Ziel. Auch hier wurden wir wieder nett begrüßt. Ein tolles Restaurant. Für die Kleinen gab es ja sogar eine Rutsche. Die übliche Frage, was soll man essen? Wir haben uns, der Einfachheit halber, einfach für Klapperschlange entschieden. Das ist hier wohl so üblich. Nein, kleiner Scherz, hier gab es auch ganz normale Gerichte. Ja, verhungert seid ihr also nicht, oder? Nein, Wolfgang. Das Essen war durchaus genießbar. Auch die Klapperschlange war ganz gut. Klapperschlange? Habt ihr die wirklich gegessen? Ich glaube ja. So stand es zumindest auf der Speisekarte. Und wie muss man sich den Geschmack der Klapperschlange vorstellen? Ist das nicht so ähnlich, als würde man Giftpilze essen? Nein, das Fleisch war frittiert und irgendwie trocken. Es erinnerte irgendwie mehr an Chips als an Fleisch. Aber übrigens, das amerikanische Bier war auch gar nicht so schlecht. Und falls der eine oder andere Zuschauer da eine andere Erfahrung gemacht hat, hat er wohl zu wenig davon getrunken. Also nach 3-4 Glas wurde es immer besser. Aber schauen wir uns doch die letzten Minuten des Films an. Sehenswert war auch der Besuch in diesem Nationalpark. Eine Warnung, die zur Vorsicht mahnt. Ingeborg posiert vor der Kamera, um ihrem Mann ein Erinnerungsfoto mitzubringen.
Irgendwann auf dieser Reise kamen wir nach Sedona. Sedona, die Stadt der Schönen und Reichen. Die Stadt ist ganz im Western-Stil erbaut und lädt zum Flanieren und Shoppen ein. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man. You have bad times, you have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. Gabi entspannt auf einem 3000-Dollar-Stuhl aus Stahl und Felsgestein. In diesem parkähnlichen Künstlerdorf kann man die skurrilsten Gebilde bestaunen und natürlich auch kaufen. Ein Hammer, mein Lieblingsauto. Ein Fahrzeug, das man hier gar nicht so selten sieht. Wer möchte, kann den auch in Übergröße haben. Da in Amerika anscheinend alles etwas größer ist, machen da auch die Kakteen keine Ausnahme. Erst nach 70 Jahren Wachstum bilden sich an den Kakteen die ersten Seitenarme. Viele dieser Kakteen stehen hier in brütender Hitze seit über 100 Jahren. Natürlich muss das auch fotografiert werden. So ein biblisches Alter hinterlässt auch an den stachligen Kakteen seine Spuren. Unser Urlaub näherte sich brutal seinem Ende. Wieder galt es, den Bus zu beladen, und wieder hat das gesamte Gepäck tatsächlich reingepasst. Ja, als selbst ein Weltenbummler bin ich fasziniert von dieser Reise und natürlich auch von deinem Film. Jürgen, da haben sich die Mitreisenden sicherlich über die DVD gefreut. Es gab sogar eine gemeinsame Uraufführung. Einer unserer Mitreisenden hat sich aus einer alten Scheune einen Saloon gebaut, einen echten Saloon, so mit Bar, Beamer und Leinwand. Und wir haben dort dann gemeinsam den Film geschaut. Eigentlich hatten wir vor, dort nur schnell den Film zu gucken und dann Party zu machen. Aber ich musste den Film noch zweimal wiederholen. Wir haben also insgesamt dreimal nacheinander diesen Film angeschaut. Ja, das glaube ich unbesehen. Jürgen, schönen Dank erstmal für deinen Besuch im Studio. Machen wir doch gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das ist jetzt die Stelle, wo im richtigen Fernsehen immer die Werbung eingeblendet wird. Und wir machen ganz einfach auch mal ein bisschen Eigenwerbung. Wenn Sie sich nämlich dafür interessieren, wie man richtig gute Urlaubsfilme macht oder seine Urlaubsfilme noch verbessern kann, dann schlage ich Ihnen vor, uns ganz einfach mal zu unseren Clubabenden zu besuchen. Dort besprechen wir solche Dinge nämlich regelmäßig. Ja, nun zu unserem zweiten Beitrag, den ich angekündigt hatte.
Der Magdeburger Kultur- und Heimatverein hat vor kurzem ein Jubiläum begangen und dazu haben wir eine kleine Reportage zusammengestellt. Im Technikmuseum, wo es sonst recht ruhig ist, geht es am heutigen Tage an einer der vielen interessanten Maschinen recht geschäftig zu. Na, noch ein paar Justierungen. Da verstehe ich ruhig. Ja, ja. Ja, die meine Werte. So ist es. Ja, und jetzt wissen wir, um was es geht. Am 24. September 2010 feierte der Kultur- und Heimatverein Magdeburg sein 20-jähriges Bestehen. Herr Unger, der Hausherr im Technikmuseum, eröffnet die Veranstaltung und heißt alle Gäste willkommen. Technikmuseum, 20 Jahre Kultur- und Heimatverein in Magdeburg, das ist schon doch eine ganze Zeit und ich glaube, viele von Ihnen wird den Mainz sagen, oh, genauso gehen wie wir, wie schnell sind die 20 Jahre rumgegangen. Anschließend hält Frau Wernicke, die Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins, die Festrede zum Jubiläum. Danach kommen einige der vielen Interessengruppen zu Wort. Hier zum Beispiel ein Mitglied der Kindergruppe Mineralogie oder anschließend die Kakteenfreunde. Ob sie dem Übergang von den stacheligen Gebilden zum Vortrag von Herrn Weidt über die Interessengruppe Aktzeichnen eine symbolische Bedeutung beimessen, ist ihre Sache. Aber das Aktzeichnen ist sicherlich ein interessantes Hobby. Während drinnen die Vorträge laufen, finden draußen die letzten Vorbereitungen für die Buffet-Eröffnung statt. Mit der Übergabe der Festschrift endet der offizielle Teil und dann gibt es was zu essen. Während sich die anderen Gäste den Gaumenfreuden widmen, haben wir noch die Gelegenheit zu einem kleinen Interview ergriffen. Ja, liebe Zuschauer, ich darf Sie begrüßen hier im Technikmuseum. Und zwar gibt es heute einen ganz besonderen Anlass, nämlich der Kultur- und Heimatverein feiert ein Jubiläum. Und ich darf dazu auch begrüßen Frau Meinecke, die derzeitige Vorsitzende des Vereins, und Herrn Koch, den ehemaligen Vorsitzenden des Vereins. Ja, das Jubiläum ist das wievielte, Frau Weinig? Das 20. Das 20. Und November 1990 ist der Verein gegründet. Wir feiern also etwas vor. Und das Datum ist sicherlich nicht ganz zufällig, weil das fällt ja ziemlich genau zusammen mit dem Inkrafttreten des Einigungsvertrages. Ist das richtig so? Gibt es da einen echten Zusammenhang? Ich war damals noch nicht Mitglied des Vereins. Ich habe das in den Unterlagen nachgelesen. Es gab ja vorher den Kulturbund mit diesen vielen Interessengemeinschaften, Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen. Und die Kreisgeschäftsstelle Magdeburg wurde aufgelöst im September 1990 und damit war ja die Arbeitsgrundlage weg. Also so interpretiere ich das, was ich gelesen habe. Ich nehme an, Herr Dr. Koch kann das noch besser erklären. Und da haben sich dann die Menschen zusammengetan, der Vorstand, und die haben eingeladen und haben gesagt, wir gründen jetzt den Kultur- und Heimatverein, der aber kein Rechtsnachfolger des Kulturbundes ist, sondern eigenständig neu gegründet. Dankeschön erstmal. Ja, vorhin habe ich Ihren Titel vergessen, also Herr Dr. Koch darf ich nochmal vorstellen. Ja. Sie haben damals diese Zeit, die man so als die Pionierzeit des Kulturhandel Heimatvereins bezeichnen kann, mitgemacht. Wie war das damals? Ein Jahr nach der Wende schien der Kulturbund politisch belastet. Und die noch verbliebenen Mitglieder oder Vorstandsmitglieder haben sich entschlossen, dieser Vereinigung einen anderen Namen zu geben. Und man einigte sich dann auf den Kultur- und Heimatverein. Wobei es den Kulturbund ja in der ehemaligen BRD gab, ich glaube heute auch immer noch gibt.
und auch in bestimmten Territorien unseres Landes hier im Osten gab es den Kulturbund Wald, ein Haldenslehm zum Beispiel. Also es war keine unbedingte Notwendigkeit, einen anderen Namen zu suchen, aber man hat es gemacht. Aber für alle Fälle hat der heutige Kultur- und Heimatverein seine Tradition in dem ehemaligen Kulturbund der DDR, kann man so sagen. Also bis auf die Umbenennung und was die Interessengemeinschaften betrifft, eigentlich doch eine direkte Fortführung. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und wir haben Interessenten, Hobbykünstlern, Historikern und so weiter eine Heimstatt gegeben. Ich meine, nach der Wende fiel ja einiges ging den Bach herunter. Aber Interessenten wollten weitermachen. Und man brauchte eine bestimmte Grundlage, eine statutenmäßig festgeschriebene Grundlage. Und Arbeitsgemeinschaften haben sich hier weiter heimisch gefühlt, das haben sich inzwischen neue gegründet. Einige sind natürlich eingegangen oder haben eigene Gesellschaften gegründet. Frau Meinecke hat das vorhin gesagt. Aber neue Arbeitsgemeinschaften sind entstanden. Also der Kultur- und Heimatverein ist in der Stadt eine Hausnummer geblieben. Nun gab es zu DDR-Zeiten, also zu Zeiten des Kulturbundes, ja eine relativ gesicherte Finanzierung. Wie war das danach dann? Also da sind ja, sagen wir, auch die Geldquellen weggebrochen. War das insofern auch eine schwierige Zeit oder war das relativ schnell geklärt? Und ja, das war die eigentliche Zäsur. Der Kulturbund hat ja seinen Sitz in der Hegelstraße gehabt, im Club der Intelligenz, hat ein eigenes Haus, ist haushaltsmäßig gut besattelt gewesen. Das fiel dann weg, das Haus wurde enteignet, das Geld fiel weg. Und damit fiel die materielle Grundlage einer Weiterführung dieser Organisation weg. Und dann begann die Schwierigkeit. Und welche Geldquellen haben Sie dann erschlossen? Da muss ich die Stadt loben. Die Stadt und den Regierungsbezirk, den es damals noch gab. Das Regierungspräsidium Magdeburg. Nach einigen Schwierigkeiten politischer Art fanden wir in beiden Gremien, Stadt und Land, das heißt Stadt und Präsidium, uns gutgesinnte Leute, die diese Art von Geschichtspflege, von Traditionspflege weitermachen wollten. Die haben uns unterstützt. Das war sicherlich sehr positiv und eine wesentliche Hilfe. Und der Name deutet ja auch schon an, also dass dieser Verein mit der Stadt in besonderer Weise eigentlich verbunden ist. Ja? Das ist richtig, das ist richtig. Und da muss ich den derzeitigen Stadtrat loben, Rüdiger Koch. Auch Dr. Koch. So ist es, so ist es. Er, nicht verwandt? Nein, wir sind nicht verwandt. Köche gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, ja. Nein, er hat den Wert dieser Organisation richtig erkannt, von vornherein. Und wir sind von Anbeginn ein gutes Team geworden. Wir haben mit ihm reden können, er hat mit uns geredet, er hat uns über Probleme der Stadt informiert. Wir konnten uns einstellen auf Probleme der Stadt. Und wir meinen, dass wir der Stadt gut getan haben und gut tun. Und so hat das Land uns auch gesehen. Man hat uns immer wieder gefragt, was habt ihr denn für landestypische Angebote? Das Land fördert natürlich nur Dinge, die das Land irgendwo in den Vordergrund bringen. Und die hatten wir natürlich auch, wenn ich an unsere Beteiligung denke, hier in Magdeburg gesammelt, oder ich denke an die hier im touristische, politische Themen werden auch mit aufgegriffen. Und da sind ja die Gartenträume, ist ja das, was auch noch nicht zu Ende ist. Straße der Romanik, das Blaue Band, alles diese landespolitischen Themen werden von uns natürlich auch aufgegriffen. In diesem Jahr natürlich IBA 2010, ist ja sogar republikweit. Und da guckt das Land natürlich ein bisschen. Und vor allen Dingen wird auch geguckt, ob alles öffentlich ist. Ob wir nicht etwas nur im stillen Kämmerlein machen, wo keiner was von erfährt. Das soll kein Selbstzweck sein und das wollen wir ja auch nicht. Sondern es soll möglichst viel Öffentlichkeit davon haben. Ein paar Interessengruppen haben wir ja heute hier kennengelernt. Ja.
Nennen Sie mal noch weitere, was es so alles gibt. Und einige unserer Zuschauer werden sich vielleicht auch interessiert dafür und Anregungen finden und vielleicht auch wissen wollen, wo sie sich melden können, um eventuell mitzumachen. Also melden können Sie sich beim Kultur- und Heimatverein. Der hat seinen Sitz in der Stolmenallee 2 im Umwelthaus. Die Telefonnummer ist 5432077. Ja, die können wir dann nochmal einblenden. Ja, kann man anrufen, wenn man sich informieren möchte. Wir haben aber auch einen sehr guten Internetauftritt. Die Internetseite wird sehr gut gepflegt durch unseren Herrn Lippert. Und da stehen alle Interessengruppen drin. Da steht auch drin, was die machen, womit die sich beschäftigen, wann und wo die sich treffen. Das ist wahrscheinlich einfacher für den Zuschauer, wenn er da reinguckt, als wenn ich jetzt was aufzähle, was man dann vielleicht gleich wieder vergessen hat. Da kann man sich wirklich sehr umfassend, da stehen auch unsere Publikationen drin, ist alles drin, was man eigentlich über uns wissen muss. Wenn ich mir... Es gibt Auskunft darüber, bis jetzt Einzelne hier. Ja. Wer heute nicht hier ist, wo kann er diese Festschrift eventuell erwerben oder finden? Also bei Ihnen praktisch im Büro einer Geschäftsstelle, ja. Wenn ich mich heute hier so unter den Gästen umschaue, komme ich auch zu dem Schluss, dass doch überwiegend die, sagen wir, reifere Generation vertreten ist. Ist dieser Altersdurchschnitt hier repräsentativ oder haben die Jungen kurz vorm Wochenende was anderes zu tun? Leider ist er repräsentativ. Wie gesagt, wir haben ja die Kindergruppe Mineralogie, aber die sind ja doch begrenzt, die den Altersdurchschnitt nicht unbedingt entscheidend senken. Das hatte ich ja auch vorhin angesprochen. Das ist eigentlich das Dilemma aller Vereine, möchte ich sagen, außer Sport natürlich. Aber ansonsten, es sind auch viele Dinge, es wird ja auch viel gesammelt und das wollen junge Menschen heutzutage eigentlich noch gar nicht. Die kommen dann irgendwie später dazu. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich den, ich kannte ja den Kulturbund, aber ich hatte damals kein Interesse, irgendwie dem beizutreten, weil ich ganz andere Dinge gemacht habe. Heute sieht das völlig anders aus. Also, die junge Leute hat sich geändert. Dazu kommt das leidige Problem des Arbeitsplatzes. Wer Arbeit hat, ist, was weiß ich, außer Haus, keine Zeit. Und die Technik hat uns natürlich sicher. Einen angehört, dann will man natürlich regelmäßig mitarbeiten und nicht eben nur mal einmal im halben Jahr erscheinen. Und das hält sicher auch viele davon ab, dass sie es nicht regelmäßig können, aus dienstlichen und familiären Gründen. Ja. Die Jugendlichen wollen sich nicht so festbinden. Die kommen mal und gehen wieder, wie sie lustig sind. Mitglied eines Vereins zu werden, ständig dabei zu sein, das ist offensichtlich nicht mehr so Sache der Jugend. Ja. Und wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was würden Sie sich denn wünschen für den Verein oder was gibt es für neue Vorhaben, die erwähnenswert wären? Neue Vorhaben jetzt einfach so benennen ist schwierig. Wir werden ja Projekt gefördert von Stadt und Land. Das heißt, wir müssen aber bestimmte Projekte haben, die wir dann angeben müssen, beschreiben müssen, Finanzierung angeben müssen und dann wird entschieden, wird es gefördert, wird es nicht gefördert. Ja, im Grunde genommen natürlich die Arbeit fortführen, die wir machen. Und dann wollen wir aber auf jeden Fall mehr auch mit den anderen Kultur- und Heimatvereinen zusammenarbeiten. Es gibt ja in Magdeburg mehrere. Wir sind ja nicht der Einzige. In Ottersleben gibt es zum Beispiel zwei. In Randau gibt es einen. In Olfenstedt gibt es, der heißt zwar nicht Kultur- und Heimatverein, aber es gibt hier eine ganze Menge Vereine, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, aber auch gerne das Ganze noch vertiefen möchten. Und bei unseren letzten Heimattagen hat mich aus Ottersleben jemand angesprochen, das im Kultur- und Heimatverein, der eben darum gebeten hat. Das muss aber vor meiner Zeit gewesen sein. Da muss es mal eine Zusammenkunft aller Vereine gegeben haben, die der Kultur- und Heimatverein einberufen hat. Ich weiß nicht, ob du davon weißt. Und er hat darum gebeten, das nochmal zu machen. Und sowas haben wir aber von der Stadt. Ich bin nun zufällig auch die Kulturausschussvorsitzende im Stadtrat. Wir haben es von der Seite auch schon gemacht. Ja, also es fehlt immer so ein bisschen die Kraft, aber das müssten wir auf jeden Fall, wollen wir auf jeden Fall aufgreifen, dass da auch mal neue Gedanken reinkommen. Ja, die Zeit. Man muss hinzufügen, der Verein lebt natürlich von seinen Arbeitsgemeinschaften. Die Aktivitäten des Gesamtvereins, die sind so relativ bescheiden, will ich mal so sagen, auch
Ja, aber die einzelnen Arbeitsgemeinschaften, die leben. Das Leben spielt sich im Wesentlichen in den Interessengemeinschaften. Ständig, muss ich sagen. Und darum ist auch die Arbeit als Vorstand und Vorsitzender, muss ich sagen, möchte nicht sagen leicht, das kostet viel Zeit, das ist klar. Aber da Sie alle sehr eigenständig arbeiten, sehr eigenverantwortlich, ist es ein schönes Arbeiten eigentlich. Ja. Ja. Man merkt, die Leute altern nicht so schnell, wenn sie was machen. Das ist tatsächlich so. Also geistig und doch körperlich aktiv bleiben bis ins hohe Alter ist eigentlich fast eine sichere Bank, um auch fit zu bleiben, gesund zu bleiben. Ja, es macht immer noch Spaß mitzumachen. Richtig. Solange es Spaß macht, sollte man weitermachen. Ja. In diesem Sinne erstmal vielen Dank für das Interview. Viel Erfolg bei der weiteren Tätigkeit. Und für unsere Zuschauer, wenn sie also Informationen haben wollen, wir blenden die Telefonnummer nochmal ein oder eben die Internetseite. Dort finden sie also weitere Informationen und Anknüpfungspunkte. Wobei schönen Dank. Das auch weiterhilft, denn der offene Kanal wird ja in sehr vielen Haushalten in der Stadt gesehen. Ja, zumindest bei allen, die Kabelanschlüsse haben. Insofern vielen Dank. Danke auch. Ja? Ja, liebe Zuschauer, das war's mal wieder für heute. Wir hoffen, Sie hatten etwas Spaß und es war für Sie interessant. Wir, das heißt die Magdeburger Film- und Videoamateure, würden sich freuen, wenn wir Sie zur nächsten Sendung wieder begrüßen können. Und bis dahin erstmal tschüss.